Servus Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge von Minecraft One Block. Und ihr seht schon im Hintergrund, ich habe einen neuen Skin. Ja, das Einzige, was ich hier geändert habe, ist das Gesicht ein bisschen und auch das Hemd. Habe ich mir ein bisschen von Basti AG inspirieren lassen. Den Rest habe ich noch so, die Hose und so weiter. Das ist noch alles das, was ich hatte. Dann ziehen wir jetzt auch wieder die Rüstung an. Und ich habe hier was gesehen. Als ich noch ein paar Bürger gebaut habe, ist hier was gekommen. Bereite ich auf etwas Großes hervor. Was ist hier drin? Obsidian, Dias, Smaragde und ein Buch, okay. Na gut, 4 Dias, Smaragde, 4 Dias, Diamanten, was? Lauter hier eigentlich. 4 Obsidian, Dias und ein Buch deutet darauf hin, dass wir uns anscheinend einen hier Zaubertisch machen sollen. Und etwas Großes, was könnte das denn sein? Höchstenfalls dann eben der Enderdrache, schätze ich. Ich habe noch ein paar Dias übrig. Habe hier schon irgendwo einen? Ja, 4 Stück. Dann mache ich mir, würde ich sagen, auf jeden Fall ein Diaschwert. Einen neuen Bogen vielleicht, oder habe ich hier noch irgendwo alte Bögen? Hier. Wenn ich die 2 zusammencrafte, ist wieder ein ganzer, jawohl. Wie viele Pfeile habe ich denn jetzt? 13, nochmal 5. Ah, hier sind noch 2 Stacks, okay. Wow, würde ich sagen. Ach, Lapis brauche ich auch noch zum Verzaubern, ja. Aber jetzt vergesse ich irgendwie immer Lapis, dass ich zum Verzaubern brauche. 21 Hammer, okay. Hier ist nicht das Übermaß, aber auch nicht, ja. Sehr wenig. Haltbarkeit 3. Ja, ne, es ist der Gliederfüßer hier drauf und es ist wieder Haltbarkeit 3. So, Leben ist, wenn ich nichts mache und nichts anderes drauf bekommt, ist halt kacke. Deswegen mache ich hier nochmal, zack. Fuck, das wollte ich überhaupt nicht. Na gut, wurscht. Ist eigentlich auch wurscht. Rückstoß 2 und Schärfe. Nur Rückstoß 2. Ach Gott, der Welt. Okay. Und auf dem Bogen. Schlag 1. Oh, das ist gut. Oh, Unendlichkeit und Haltbarkeit, okay. Ja, kann ich hier fast alles ja weglegen. Nehme ich halt diese 13 Pfeile und diese 5 Pfeile Langsamkeit mit. Die sind vielleicht ganz gut. Aber wenn ich den dann damit abschieße, den Ender Dragon, dann ist er vielleicht ein bisschen langsamer. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt geht, aber ich hoffe es mal. Gehen wir rüber zum Ofen. Hier ist noch was drin sogar, eisenmäßig. Kohle hier rein, geht es? Ja, es geht. Gut, dann brenne ich jetzt erstmal. Ich baue mir einen Helm. Weil ihr wollt, das soll noch Eisen sein. Das ist auch so. Helm. Zack. Dann brauche ich Wasser. Und dann brauchen wir jetzt einiges an Wasser, weil falls jetzt der Ender doch echt mal kommen sollte, lege ich hier mal überall Wasser runter. Weil wenn der tatsächlich kommen sollte und mich runterschlagen sollte, dann ist es wichtig, dass überall ein bisschen Wasser ist. Ich soll euch gleich zeigen, wo ich überall Wasser runterfließen lassen habe. Das mache ich jetzt erstmal kurz nach, sehen wir uns wieder. Hey, dann, Mutter Gottes! Hier ist einfach mal Skelett gespawnt. Ja, fuck, ich hätte jetzt nicht machen sollen mit dem Diaschwert, glaube ich, weil es ist teurer. Schätze ich. Oh, Ball und weggefallen und gestorben. Nee, das kann ich nicht machen, weil dann läuft es durch die ganze Bank und es ist kacke. Mache ich nicht. Hier oben, dann war es auch schon. Wir können hier mal sehen. Ich habe hier unten überall mal gelegt, da hinten den Weg entlang. Hier noch ein bisschen unten, dann lege ich hier noch mal. Oder ist ja schon. Hier ist schon okay. Und da hinten habe ich noch ein paar Wasser gelegt. Ich würde sagen, ich farm jetzt erstmal mit meinem Eisenschwert noch ein bisschen Level. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich ein paar Bücher verzaubern werde. So, ich habe jetzt mal eine Session weggemacht. Es sind noch einige Pfeile und so weiter. Aber das brauchen wir eigentlich alles nicht. Ich gehe dann wieder hoch und dann schau mal, dass ich ein paar Bücher noch verzauber. Weil ein bisschen Schärfe auf dem Schwert ist vielleicht nicht schlecht, obwohl ich glaube, es bringt gar nichts, ne? Nee, es bringt, glaube ich, echt nichts. Dann holen wir kurz das Lapis zurück und dann verzauber ich einfach die Rüstung gar und dann bin ich eigentlich schon so weit, würde ich sagen. Ich würde sagen, ich mache mir auch eine Dia-Brustplatte, weil ich es einfach kann. Und weil das am meisten bringt. Weil ich denke, es wäre vielleicht schlecht, wenn wir eine Dia-Brustplatte hätten. Was bekomme ich drauf? Schusssicher 4. Dann verzauber ich lieber erst was anderes. Schuhe. Federfall 4 ist sehr gut. Beine. Den Helm. Haltbarkeit 3 und schusssicher und Atmung. Okay, geht. Beine. Gut, erstmal schauen, was ich auf der Brust bekomme. Haltbarkeit 3 und schusssicher und Dornen geht auch. Und für die Beine habe ich nicht mehr genug Level. Aber Schutz 3 wäre halt schon edel. Ich gehe nochmal hinten zur Farm, denke ich. Ja, ich gehe nochmal rindern und schau, dass ich nochmal 30 Level bekomme. So, Level 30 haben wir jetzt ziemlich durch von der Farm, das ist viel zu laut da hinten. Gehen wir jetzt zum Enchanting Table und dann verzaubern wir gar. So, dann verzaubern wir jetzt schnell noch die Beine. Und dann haben wir Schutz 3 und das ist sehr gut. So, jetzt werden wir verzaubern und ich schaue nochmal, ob ich nochmal ein bisschen Essen vielleicht ranbekomme. Oh, ich höre schon, ich höre den Enderdrachen. Wo ist er? Da hinten fliegt er. Wo ist mein Bogen?
Ich muss meinen Bogen suchen. Da ist er. Ich muss einballern, bevor er auf mich losfliegt. Ersten Treffer haben wir schon. Aber ich habe oben keine Anzeige. Ich weiß nicht, wie viel Leben er hat. Aber er fliegt halt ganz komisch rum nur. Ich weiß nicht, was seine Mission ist. Okay, er bekommt aber anscheinend Damage. Ich weiß nicht, was seine Mission ist irgendwie. Ist er dumm? Ich hätte ihn ganz schön gut. Ich muss mal kurz schauen. Weiß er jetzt, was los ist? Ne, wahrscheinlich nicht. Vielleicht bring ich jetzt einfach um, dann machst du es. Ah, jetzt fliegt er, jetzt fliegt er. Ich hoffe, dass er mich jetzt nicht direkt umbringt. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Da oben fliegt er. Da oben. Ich muss mir einen guten Überblick verschaffen irgendwo. Hier. Yeah. Oh, er schießt hier mit der Kugel auf mich. Geh weg. Da ist er jetzt. Er schießt schon wieder mit der Kugel. Flieg mal da hoch. Oh, okay, ich flieg doch nicht da hoch. Er schießt schon wieder. Was ist mit seinem Problem? Er schießt nur mit diesen komischen Kugeln. Ich sehe ihn aber halt nicht von hier. Weil ich hier keinen guten Überblick habe. Aber ich treffe ihn auch nicht, weil ich schlecht bin irgendwie. Wo ist er jetzt? Über mir jetzt. Treffer! Treffer! Okay, ich werde vielleicht den Kampf sogar komplett ankert, lassen wir es sehen. Damit auch die Spannung schön erhalten bleibt. Wo ist er jetzt da hinten? Okay, ich treffe ihn ganz gut. Was macht er jetzt? Das ist ein Nahkampf anscheinend. Okay, dann kann ich mal kurz diese Pfeile hier wegpacken. Oh Gott! Greift er mir jetzt an? Nee. Ich mache jetzt mal kurz die Pfeile weg und schieße mit den Langsamkeitspfeilen. Mal sehen, ob das was bringt. Es bringt echt doch was, er ist langsamer. Junge, wie kann man nur so gut spielen wie ich? Okay, er ist... Wow! Die Pfeile sind weg! Die Pfeile sind weg! Wo habe ich die anderen gedroppt? Ich weiß nicht, wo ich die anderen gedroppt habe. Jetzt habe ich sie wieder, okay, gut. Ich traue mich nicht, den einzugreifen, weil ich dann Angst habe, dass ich voll weggeschleudert werde. Oh Gott! Hat sich umgedreht, was macht er jetzt? Ich muss hier weg. Ich weiß nicht, was er vorhat. Ich warte einfach kurz, bis er fertig ist mit seinem Nahkampf. Ne, ich kann ihn hitten, er ist zu hoch. Dreht sich wieder mal rum, was macht er jetzt? Jetzt hat er hier hingespuckt vor sich. Kann ich ihn jetzt wieder abschießen vielleicht? Oh! Ich brenne. Hä, habe ich Feuer auf meinen Bogen? Nee, habe ich eigentlich gar nicht. Was macht er jetzt? Er macht oben alles kaputt. Oh fuck. Ich muss hier weg. Jetzt ist er da hinten. Junge, er fliegt halt so komisch durch alles durch, dass man ihn nicht hitten kann. Wieso geht er jetzt von in den Nahkampf? Ich will nicht, dass er in den Nahkampf geht. Und hilf mir. Ich hoffe jetzt mal hier von unten zu kommen. Okay, er hat sich umgedreht. Das war nicht schlau. Ja, er dreht sich immer um, schätze ich, wenn ich zu ihm hinkomme. Jetzt kann ich ihn hitten. Ich kann aber keine MLGs, ich hoffe, dass er mich nicht wegschleudert. Er dreht sich! Oh Gott. Okay, er hat sich aber nicht sehr gedreht. Von hier kann ich ihn wieder hitten. Hier wieder. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Das war's.
Ja, jetzt bin ich hier gestorben. Der Enderdrache hat unsere Welt verwüstet. Hier fliegt er noch. Ja. Ich würde sagen, war jetzt zwar nicht so erfolgreich, aber war ein cooler Finalkampf, finde ich. Hat auch Spaß gerade, hinten dran zu fighten hier auf meiner Map. Muss sagen, ja, die Map ist ein bisschen zerstört. Ganz kleines bisschen, aber. Ja, machst du nix. Steckst du nicht drin, die Baumfarm war auch mal eine Baumfarm. Aber naja. Würde ich sagen, was ihr von dem Projekt, es wird wahrscheinlich bald ein neues Projekt geben, ein neues Minecraft-Projekt in der 1.17 dann, wenn sie. Ja, sie ist ja schon draußen. Wenn ich dann Bock habe, wird es ein neues Projekt geben in der 1.17 oder würde ich sagen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Golle und Enderdrache. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Servus, macht's gut. Ciao.